Dann will ich mal kurz starten. Bildschirm ist da, Ton ist da, Thorsten ist da, alle sind anwesend. Der Raum füllt sich auch zusehends, freut mich auf jeden Fall. Ja, dann sage ich mal ein herzliches Willkommen zum heutigen Live-Event mit JFD und Forex Pro Systeme à la Thorsten Helbig. Wir haben heute wieder den Markt in der Beschau, obgleich natürlich allen Teilnehmern seines Services da bekannt ist, dass es hier bei ihm schon wesentlich früher losgeht in Sachen Handelsaktivitäten. Nichtsdestotrotz, vor dem European Opening um 9 Uhr CASA DAX, ist es ja auch immer spannend, beziehungsweise beginnt ja der Tag an den deutschen Märkten und Euro ist oder gerade hier mit 22 Pips unterwegs, ist auch noch sehr, sehr überschaubar. Und insofern freue ich mich, dass wir mal schauen, was Thorsten und sein Team, beziehungsweise vielmehr Thorsten und sein System da heute vielleicht so treiben können. Thorsten, erstmal hallo an dieser Stelle und schön, dass du da bist. Ja, guten Morgen in die Runde. Für uns ist ja schon fast Mittag, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Mein Essen steht in der Stunde auf dem Tisch. Erstmal guten Morgen in die Runde, die mich noch nicht kennen oder die uns von Forex Pro Systeme noch nicht kennen. Wir sind oder zählen uns, glaube ich, mit oder zählen uns zu der größten Community. Mit zu den größten. Ich kenne die anderen nicht alle Communities in Deutschland. Wir arbeiten unter dem Motto: Traden macht einsam, aber nicht bei uns. Das kennt ihr vielleicht auch noch woanders her. Das heißt, wir sind eine sehr eingeschworene Truppe, die sich gegenseitig unterstützt. Wir handeln alle zusammen das gleiche Regelwerk. Wir handeln alle zum Start Euro Pro. Das ist meine Handelsidee vor 10 Jahren gewesen, die ich mal für mich programmiert habe. Ich erkläre sie gleich. Sie liegt hier im Hintergrund auf dem Schirm, den ihr seht. Aus diesem Grundsatz oder aus dieser grundlegenden Strategie baut sich so nach und nach dann jeder seine eigene Händlerlaufbahn auf, verändert das immer mal ein bisschen oder verbessert es. Das heißt, verbessern, verändern ist, glaube ich, der bessere Ausdruck, um seinen eigenen Weg zu finden. Gleich mal am Anfang, muss mal gucken, kann man hier Downloads reinstellen? Nee, kann man nicht. So, hier habt ihr einmal unsere Kontaktdaten, die könnt ihr nachher aus der Aufzeichnung auch entnehmen. Das ist mein Lebens- und mein Handelsmotto: Nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Dieser Spruch begleitet mich seit 28 Jahren, weil so lange bin ich selbstständig. Hier sind unsere Kontaktdaten, wenn jemand mehr zu uns wissen will. Hier findet er unsere Homepage, hier findet er unsere E-Mail-Adresse, Adresse und Telefonnummer. Wir halten mit nichts hinter dem Berg. Und wir machen heute oder präsentieren heute unsere Art, live zu handeln, für JFD. Glaube, der Großteil, der hier dabei ist, da von JFD eingeladen wurde, von JFD Brokers eingeladen wurde, werden die meisten ja auch schon Kunde bei JFD Brokers sein. Wir arbeiten seit 1,5 Jahren in einer Partnerschaft mit JFD Brokers zusammen. Das heißt, dass wir einen Großteil unserer Kunden dort hin vermitteln und dort unsere Positionen zum großen Teil platzieren. So viel zum Hintergrund. Alright. Sehr gut, Toshi. So ist das. Genau so ist das. Hast du denn heute mit deiner Gruppe schon was aus dem Markt saugen können, aufgrund der geringen Volatilität, die doch ja da ist? Nee, da ihr Schlafmützen seid und erst morgens um 9 anfangt und wir eigentlich 7:15 konnte ich ja mein Webinar mit meinen Leuten heute Morgen nicht machen. Die sind jetzt hier zum Teil anwesend. Aber ich muss einschränkenderweise sagen, ich bin gesundheitlich sehr eingeschränkt und deswegen auch heute das Webinar nur 1 Stunde. Ich muss mich etwas schonen, sonst kriege ich Ärger mit meinem Doc, mit meiner Frau und vielleicht auch mit dem Pastor. Wir scannen die Märkte morgens im 5-Minuten- und im 1-Minuten-Chart. Unser Regelwerk sagt immer ganz einfach, ich blende mal die Zielbereiche aus, die spielen jetzt nicht so die Rolle.
Doch hier haben sie schon eine Rolle gespielt. Zielbereiche heißen bei uns bestimmte Widerstände, Unterstützung, die man sonst vielleicht nicht so im Markt findet oder eigentlich gar nicht im Markt findet, weil die habe ich selber für uns gesucht, jahrelang gesucht, nachdem wir morgens viel arbeiten. Interessiert aber bitte nicht, ihr könnt mir die Fragen reinhauen bis zum Abwinken. Ich beantworte alles, auch die Schuhgröße, auch Gewicht, auch wie wir Schwangerschaften, aber nicht, was hier irgendwie wo an Parametern verwendet wird. Die Fragen könnt ihr euch sparen, weil die meisten Händler scheitern daran, weil sie immer daran interessiert sind, zu wissen, was ist irgendwie wo drinne, was kann ich irgendwo noch rauspulen, was kann ich mir irgendwo noch verbessern, was kann ich verändern. Das ist der falsche Weg. Also, unser Regelwerk sagt, wir brauchen übergeordnet, und übergeordnet heißt für uns im 5-Minuten-Chart, brauchen wir einen Trend. Können wir diese Frage beantworten? Ja oder nein? Wir mal gucken, ob ich hier die Fragen überhaupt lesen kann. Nee, kann ich nicht. Kannst du nicht lesen? Warte mal, dann könnte es sein, dass ich dich nochmal zum Orgleiter ernennen muss. Das ist aber kein Problem, warte mal. Zum Organisator müsstest du mich ernennen, genau. Ja. Warte, jetzt, ich habe dich nur zum Moderator gemacht, siehst mir nach, da stehe. Das war dann wohl nicht ganz so korrekt an der Stelle, aber jetzt müsstest du sehen. Aber kam es jetzt auch, hält sich alles im Blick. Ich habe die Fragen ja im Auge, läuft sozusagen. Ja, kein Räusperer. Läuft sozusagen. Ja. So, jetzt kann ich auch die Fragen lesen. Mhm. So, wir gehen daran, dass wir übergeordnet gucken, haben wir einen Trend oder haben wir keinen Trend? Die Frage, glaube ich, könnt ihr beantworten. Ich kann zwar die Namen nicht sehen, ist aber auch bei uns melden sich die Leute meistens mit Namen an, dann kann man die auch mal nachvollziehen. Die Frage müssen wir uns beantworten können, haben wir einen Trend, ja oder nein? Wir haben hier eine Bewegung, wir haben eine Korrektur, wir haben eine Bewegung, wir haben eine Korrektur. Und wenn ich mir, richtig, Hans-Hermann, wir haben eine Bewegung und wir haben noch eine Bewegung, A gleich C, exakt sogar, und jetzt haben wir Bewegung Nummer 3, die bis an die 56 gehen sollte. Wir haben die Korrekturbewegung. Da, wir haben da die Bewegung 1 und wir haben die Bewegung 2. Und jetzt sollte die Nummer bis hier runter gehen. So, wenn wir die Trendbewegung haben, haben wir unser Regelwerk. Und zwar muss das letzte Tief der Aufwärtsbewegung gebrochen sein. Das hat er jetzt hier mit Musik gemacht. Da, wir haben hier die Korrektur in 5 Minuten. Da haben wir schon das letzte Tief der Aufwärtsbewegung da kaputt gemacht und dann handeln wir aus der Korrektur. Unser Entry wäre in dem Fall hier unten drunter unter dieser Kerze gewesen, weil unter diesen Korrekturkerzen führen wir unsere Position, unsere Short-Stop-Position hinterher und das machen wir automatisch. Und das werde ich jetzt hier mal genauso tun. Wir führen die hinterher mit einer Period Low High mit einem und mit einem Punkt. Fertig. So, wir führen die immer unter der letzten Kerze hinterher. Das heißt, diese Short Stop Order liegt jetzt unter dieser Kerze mit einem Punkt Abstand. Da. Wenn diese Kerze fertig ist, springt diese Short Order sofort hinterher. Wir arbeiten mit einem Stop von 8 Punkten und mit einem Take Profit von 20 Punkten. Mhm. So, diese Nummer lassen wir jetzt laufen. Wir haben es 55. Wenn wir einen Trendwechsel in unserer Zeiteinheit haben oder irgendeiner unserer Parameter nicht mehr stimmt. Das heißt, wir haben gesehen, da zack ist die Order hinterhergesprungen. Wir brauchen, um diese Order jetzt zu löschen, die können wir nämlich jetzt ganz sachte beobachten, ganz entspannt beobachten, wenn einer unserer Parameter nicht mehr stimmt. Das heißt, wir haben ja eine Wolke, die sollte rot sein. Ist sie im Moment auch. Der Hintergrund sollte rot sein. Und wir sollten die Trenddefinition einhalten. Solange führen wir diese Short Order hier hinterher. Wenn einer dieser Parameter nicht mehr stimmt,
Dann lassen wir uns nicht mehr einstoppen, dann gehen wir einmal da drauf, drücken aufs Knöpfchen, löschen die Order und fertig ist das. Übergeordnet haben wir ein relativ einfaches Spiel. Die Analysen, die wir machen, die man bei uns nachvollziehen kann, die findet ihr bei uns in unserem Blog unter www.ufbas.de. Auf unserer Seite www.forexpro-systeme.de findet ihr auf der rechten Seite auch einen Button Blog und dort könnt ihr unsere fast täglichen Analysen nachvollziehen. Wer diese dann als innerhalb von einer Position begleitet haben möchte, müsste diesen Blog buchen. Der kostet ein 20 im Monat und dafür werden dort die Positionen auch begleitet. Und dort liegen auch die Analysen, die wir hier haben. Da, wie ihr seht, haben wir da schon seit gestern eine Position laufen. Nehmen wir das mal, wechseln mal die Strategie. Und gucken uns den ganzen Spaß mal an. Wir haben hier eine massive Abwärtsbewegung. Und hier sind alle hellhörig geworden, weil sie der Meinung war, die 61,8 ist gebrochen. Aber so richtig böse wird es ja erst mit einem Trendwechsel. Den Trendwechsel haben wir erst über einem neuen Hoch. Wir sind hier an der 76,4 gescheitert. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns immer noch im Korrekturmodus befinden, obwohl das Bullenfenster gestern abgelaufen ist. Wir haben hier die gesamte Abwärtsbewegung. Da. Wir sind auch hier knapp über der 61,8 sind wir gescheitert, sind jetzt die 61,8 nochmal angelaufen. So lange ist immer noch nichts passiert. Sollte der nach unten wegbrechen, dann haben wir genau diese Bewegung, die wir dann nach unten nochmal machen. Und das ist auch das übergeordnete Setup, was wir handeln. Mit solchen Sachen befassen wir uns zum Beispiel jetzt morgens um 9 Uhr. Bei Punkt 9 brauchen wir nicht handeln. Da sind die Märkte meistens etwas unkontrolliert. Und wenn wir hier runterlaufen, dann haben wir als Ziel die 1,2032. So, diese 1,2032, die können wir ebenfalls, ja, mein Thorsten ohne H. Ist ja nicht immer nur lustig, ne? Thorsten ohne H. Aber erkläre ich dir später. So, wir haben ja hier grobe Richtung eine saubere Aufwärtsgeschichte. Und da muss ich jetzt gucken, welche Gruppe betrifft das. Und dann habe ich genau dieses Tief, diesen Doppelboden, den wir hier unten gebaut haben, bis da hoch. Und dann sehen wir genau diese Nummer hier. Die, da, diese Händlergruppe ist genau die richtige. Ich muss mir Händlergruppen suchen. Wo habe ich bestimmte Clusterungen? Wo habe ich bestimmte Bewegungen von bestimmten Händlern? Das ziehe ich mir hier raus. Erste Bewegung, zweite Bewegung geht dahin. Damit ist diese Händlergruppe hin. Und hier werden die Karten neu gemischt. Hier unten werden die Karten komplett neu gemischt. Hier müssen wir sehen, geht es doch noch weiter aufwärts oder wechseln wir komplett, weil Trump oder so einen falschen Furz gelassen hat oder die GroKo doch platzt oder was weiß ich, was da auf der Welt alles da draußen passieren kann. Dass es die Märkte komplett durcheinander wirbelt. Der Bereich hier unten ist für mich und für uns das Zünglein an der Waage. Wir machen regelmäßig Webinare zu Analyse. Ja. Und wenn wir, wer wissen will, wie wir analysieren, wie wir so auseinanderpflücken, kann sich das gerne angucken. Dort gibt es schon 12 oder 13 Videos, wo man lernen kann, bei uns lernen kann, wie man analysiert. Wir benutzen keine komplizierten Werkzeuge. Wir haben noch keinen Trendbruch. Wir benutzen keine komplizierten Werkzeuge, sondern wir benutzen ganz einfache Sachen. Wir gehen ausschließlich mit Logik in den Markt. Oder nicht wir, ich. Ich kann ja dafür nicht von anderen reden. Zumal vorneweg, ich weiß nicht, ob der Moderator Chris hier schon darauf hingewiesen hat, alles, was ich hier mache, ist keine Handelsempfehlung, ausdrücklich keine Handelsempfehlung. Ich stelle hier lediglich dar, wie ich analysiere, wie ich arbeite.
Wenn ich hier eine Position platziere, ist die nur zu Präsentationszwecken und ist nicht dafür da, euch zu provozieren, hinterher zu handeln. Solltet ihr doch auf das Knöpfchen drücken und Positionen in den Markt geben, seid euch dem Risiko bewusst, dass ihr euer komplettes Kapital verlieren könnt und dass ich nicht dafür hafte. Wenn jemand möchte, dass ich dafür hafte, dann muss er auch die Gewinne hierher schicken. Also, jeder ist für sich selber verantwortlich, jeder ist seines Glückes Schmied. Haftung von unserer Seite, von Forex Pro Systeme oder von meinen Erfüllungsgehilfen, die mich hier bei den Webinaren in der Regel begleiten, ist ausgeschlossen. So viel dazu. Also, ich gehe mit einfachen Mitteln daran. Ich versuche mir aus den Verhalten der Vergangenheit oder der Märkte, wie sie in der Vergangenheit gelaufen sind, suche ich mir Verhaltensmuster, die man mit einfachen Mitteln, mit Kanälen, mit Dreiecken, mit Wimpeln, mit Flaggen, mit Rechtecken, mit ein bisschen Geometrie, Mathe scheint zu funktionieren und Geometrie scheint zu funktionieren, Deutsch nicht. Muss mich einmal kurz sortieren. Ich stotter in der Regel immer erst in Klatte und spreche dann nochmal sauber. Kein Problem, wir verstehen dich, Thorsten. Ist kein Problem. Wir können dir folgen. Ein bisschen Geometrie und ein bisschen logischem Verständnis können wir hier sehr, sehr viel rausholen. Ich vermeide komplizierte Berechnungen, komplizierte Indikatoren und. Warum vermeide ich die? Punkt A, weil ich keine Mathe studiert habe und kein Bankwesen studiert habe oder sonst irgendwas. Zweitens bin ich Händler. Und Händler kommt von Handeln und nicht vom Malen oder vom Rechnen oder sonst irgendwas. Ich suche mir Kursmuster raus und sage, okay, mal als Beispiel, diese Bewegung hier wurde ja von irgendeiner Händlergruppe verursacht. Diese Händlergruppe stellt hier ihre Position irgendwie glatt bis zu einem bestimmten Punkt und dann wird sie die nächste Position genauso machen. Nehmen wir mal ein Beispiel, nur mal zu sehen, wie ich das mache, ist ja eine Präsentationsveranstaltung. Wir haben hier eine Händlergruppe, die diese Bewegung hier verursacht hat. Wir können sogar noch ein Stück weiter gehen an das absolute Hoch. Da. Von da ist er gekommen. Wir sehen, diese Gruppe scheint sich nach Fibonacci zu richten. Fibonacci war gestern Abend gerade Thema von Analyse 3. Bitte Analyse 3, für die Jungs, die gestern Abend bei uns dabei waren, die Aufzeichnung findet ihr inzwischen in eurem Account unter Deine Produkte, unter Analyse 2 ist die Aufzeichnung zu sehen, die habe ich heute Nacht konvertiert und hochgeladen und auch das Unterrichtsmaterial, was wir verwendet haben, findet ihr dort in eurem Account zum Download und um eure Hausaufgaben zu machen. Also diese Händlergruppe hat diese Bewegung hier mit Sicherheit verursacht. Die Gegenbewegung hier läuft bis in den Bereich 61,8. Wer bei uns schon länger Kunde ist, weiß, woher diese Marke kommt. Ist zwar keine echte Fibo-Marke, aber wird sehr gerne genutzt. Und dann weiß ich, okay, wenn diese Marke geholt wird, erste Bewegung. Und dann haben wir, ups, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte die Linie hier verschieben, da, und dann die zweite Bewegung. Dann weiß ich genau, wenn diese Nummer hier läuft, wenn die funktioniert, sollten wir als Ziel hier unten die 23,61 haben. 23,61 und wir hatten auf den Tick genau dieses Tief. So ziehe ich mir morgens meine Marken raus. Hier oben hätte man locker nach unseren Zielbereichen. Hier ist ein dicker Zielbereich. Zielbereich heißt ja nicht umsonst Zielbereich. Dort werden nämlich Positionen entweder gedreht oder glattgestellt. Wenn ich so eine Position habe, dann Feuermeerjanne, lasse ich so ein Ding laufen, 61,8, die Nummer durch. Dann ist hier heute Morgen, wenn ihr vielleicht gerade einen Wecker klingeln lasst, um 8 Uhr und kurz nach 8, wenn euer Wecker klingelt, bei 8:45 im Webinar ist, dann ist unsere Position durch. Wir haben ein Tagesziel von 12 bis 15 Punkten. Ihr seht oben rechts, dass wir mit einem Stop von 8 Punkten arbeiten. Den hätten wir heute früh gar nicht gebraucht. Wir wären mit 3, 4 Punkten ausgekommen. Ziel
oder sind damit ausgekommen, sorry. Ziel 12 bis 15 Punkte, maximal 20. Wir handeln mit einem Money Management oder mit einem Risiko von 2%, einem CRV von 1 zu 2,5. Money Management, Risiko 2% heißt auf einem 10.000 Euro Konto, das liegt jetzt momentan ungefähr bei 12.000 Dollar. 12.000 Dollar mal 2% sind 240 Dollar. Und 240 Dollar durch 8 Punkte, weil ihr seht ja, hier in der Plattform haben wir 8 Punkte Stop. 240 Dollar, 240 durch 8 ist nach Adam Riese und Eva Zwerg immer noch 30. Und 30 heißt, ich darf ein 10.000 Euro Konto mit 3 Standardlots handeln. 3 Standardlots, diese Bewegung, nur hier unter der Umkehr mitgenommen, Entry bei 76, weil wir haben gesagt, wir lassen uns ja unter den Kerzen einstoppen. Unter dieser neutralen Kerze da, unter diesem Doji, genau in der 61.876 kommen wir rein. 61 oder hier bei der 63 steigen wir aus, sind 14 Punkte, liegt genau in unserem Tagesziel. Und 14 mal 3 sind 420 Dollar. Und 420 Dollar morgens, wenn andere aufstehen, verdient zu haben um 10 nach 8, ist mehr als genug. Der Fehler, den die meisten machen, den ich jahrelang genauso gemacht habe und auch heute noch Phasen habe, wo mir das passiert, wo ich das tue, der Fehler, der passiert, ist, jetzt denkt man, man hat einen affengeilen Tag und kann jetzt Vollgas geben. Jetzt reißt man sich den ganzen Tag über den Allerwertesten auf, diese 420 Dollar, die wir morgens verdient haben, jetzt wieder in den Markt zurückzugeben. Weil da draußen stehen die Jungs und betteln und wollen ja unsere Kohle haben und wir sind unterwegs und geben denen die auch. So, anstatt jetzt hier die Nummer zu nehmen, die Kohle einzustecken und zu sagen, okay, rausgucken, geiles Wetter, ich glaube, wir kriegen heute strahlenden Sonnenschein, 5 Grad plus, kann ich eine Runde Motorrad fahren. Siehst du, und Thorsten sagt gerade, hi, geht mir auch noch so. Wer meint von euch oder von den lieben Händlern da draußen, wer meint, ja, das muss ich dann ein bisschen trainieren, ich muss disziplinierter werden oder... Wir betreuen inzwischen über 1200 Kunden. 1200 gehören zu unserer Community. Und viele sagen, mit jedem der Kunden spreche ich am Anfang das Startgespräch, ob wir überhaupt zueinander passen, ob wir überhaupt was miteinander machen wollen oder machen können. Diese Gespräche führe ich immer selber. Ich habe eine sauharte, ich hasse das Wort Karriere, ich hasse das Wort Guru, ich hasse das Wort Coach. Ich habe eine sehr harte Laufbahn hinter mir. Ich habe ganz am Anfang sehr schnell eine 250.000 verknallt und war völlig pleite. Dann habe ich gedacht, ich muss mich disziplinieren. Ich habe gedacht, okay, jetzt kriegst du einen gewissen Zeitraum hin. Die meisten der Händler, mit denen wir heute unterwegs sind, mit denen wir heute reden, sagen wir, ja, eigentlich handle ich sehr diszipliniert. Eins, nehmt bitte mit auf den Weg. Ihr werdet immer wieder undiszipliniert werden. Mir passiert es heute noch regelmäßig, dass ich mal relativ hohe Verluste mache, weil mein Kopf mir einen Streich spielt. Mir hat ein Österreicher vor Jahren, ich glaube 2012 oder so, nach einem Seminar ins Gästebuch geschrieben, kann man in unserem Gästebuch nachvollziehen, verloren wird zwischen den Ohren. Und so ist es. Ihr könnt 3, 4, 5 Tage, 3, 4, 5, 6 Wochen diszipliniert handeln. Das ist gar nicht so schwer. Aber es wird definitiv der Tag kommen, wo euch eure Birne in Streich spielt, wo ihr meint, ihr seid die Größten, ihr seid die Besten und werdet die Performance von 4 Wochen in einem Rutsch zerlegen. Und das wird euch niemals, niemals verlassen. Niemals. Ich mache diesen Job jetzt das 12. Jahr hauptberuflich. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Und es passiert mir heute noch regelmäßig. Wir haben... Ich möchte mal ein Beispiel erzählen, weil das gerade sehr, sehr aktuell ist. Wir waren letzte Woche in Österreich mit 10 Leuten zum Skilaufen. Wir machen einmal im Jahr, immer Anfang März, machen wir eine Trainerwoche, wo wir mit 8 oder 10 Leuten nach Österreich fahren, in ein Wellnesshotel. Wir handeln morgens 2 Stunden, 3 Stunden. Dann machen wir 4 Stunden Pause, gehen 4 Stunden auf die Piste Skilaufen. Dann handeln wir in die Nachmittagssession bis 17 Uhr und ab 17 Uhr gibt's Bier. Sauna, Schwimmbad,
Wellness, Massagen bis 20 Uhr, dann gibt es Abendbrot und danach gibt es nur noch Bier. Wir haben letzte Woche Montag, guckt euch das im Chart bitte an. Wir haben Sonntagnacht uns getroffen, wir haben Gap-Trading angefangen. Chris, da muss ich dir gleich eine Frage stellen. Wir haben mit dem Gap-Trading angefangen, was sehr schwierig war. Und dann haben wir am Montag den DAX long gehandelt und haben über 400 Punkte mitgenommen. Wir hatten drei Kandidaten dabei, die mit dieser Position, die wir als Skull-Position angefangen haben und dann den Stop auf unser Tagesziel gelegt haben, weil das ist die Kunst, wenn wir jetzt so eine Position hier erwischen sollten, den Stop aufs Tagesziel, wenn ich jetzt 12 Punkte Tagesziel habe, ich habe die ja hier vorhin rausgenommen, weil wir hier einen Wechsel haben, wenn ich hier meinen Stop auf Tagesziel legen kann, dann lasse ich den auf Tagesziel liegen und lasse die Position einfach fallen. Wenn ich hier, so wie ich hier diese Bewegung mitgenommen habe, aussteigen kann, steige ich aus. Habe ich hier eine größere Position drin, weil ich nach Money Management eine größere Position handeln kann. Einstieg wäre hier bei 76, Stop bei 79 plus Spread bei 80, das heißt 4 Punkte Stop. Das heißt, rein theoretisch, wenn die Margin es hergibt, 240 darf ich riskieren, 4 Punkte Stop, 4 Punkte Stop. Also 240 durch 4 ist 60. Das heißt, ich dürfte ein 10.000-Euro-Konto mit einem gesunden Money-Management mit 6 Lot handeln. Wenn ich diese 6 Lot hier reinpacke und laufen lasse, stelle ich hier unten 3 Lot glatt. Die zweiten 3 Stop auf Break-Even lasse ich laufen. Ich habe mein Tagesziel drin, den Rest lasse ich laufen. So ähnlich haben wir das letzte Woche in der Traderwoche im DAX gemacht. Wir hatten 3 Kandidaten dabei, die an einem Tag ihr Konto verdoppelt haben. Und das ist überhaupt keine Kunst. Den Stop 10, 20 Punkte in den Gewinn und dann einfach laufen lassen, bis zu bestimmten Marken, die wir dann auch sauber geholt haben. Wir hatten die 12,273 auf dem Deckel, die er holen sollte, was er dann auch gemacht hat, fast auf den Tick genau, könnt ihr nachsehen. Ich habe den Chart jetzt nicht offen, ich habe so eine Marken im Kopf. 12,250 bis 12,273 war das Maximum, was er nach oben laufen sollte, hat er super gemacht. Und dann kommt genau diese Euphorie. Wir sagen, ey, geil, super Nummer. Von da aus haben wir geschortet, am Dienstag haben wir auch nochmal Geld verdient. Und dann haben wir am Mittwoch und Donnerstag morgens ganz, ganz sauber analysiert, vielleicht auch ein bisschen übermütig. Die ganze Gruppe, 10 Leute, auch ich, haben ein ganz bestimmtes Setup im Euro übersehen. Und wir hätten ganz sauber, wir gucken uns das gleich im Stundenchart mal an, bei der 1,2446 hätten wir shorten können. Ganz sauber, wir hätten shorten müssen. Wir haben uns das morgens noch angeguckt und wir haben am Nachmittag bei den News, als die News kam, ist der hochgelaufen an die 46, könnt euch angucken, Pressekonferenz nach dem Zinsentscheid, sauber, hochgelaufen, ganz kurz die 46 geküsst und dort ist er dann abgeschmiert um 100 Punkte, ganz knapp in dem Bereich von der 61,8. Wenn wir uns das mal anschauen, da haben wir es. Haben wir genau diese Nummer. Da. Das ist genau das Ding, was wir letzte Woche nicht gemacht haben. Hier sind die News. Seht ihr das? Hier haben wir das vorlaufende Tief. Wir haben uns das morgens noch genau angeguckt. Wir haben uns das im Tageschart sogar angeguckt. Ich schalte gleich mal um in den Tageschart. Und dann kann man mal sehen, wie man so eine Analyse blöderweise über den Haufen schmeißen kann. Und dann hat er genau die Stops hier oben drüber geholt. Wir haben hier das High bei 1,2445,6 und hier bei 1,2446. Der hat genau die Stops da oben drüber geholt, um dann abzuschmieren. Wir haben es morgens gewusst. Wir haben uns morgens noch die Kerzenformation angeguckt. Die Nummer war da, Schlusskurs unter der 61,8, dann diese Kerze und dann hat man sich täuschen lassen, als diese Kerze hier nämlich nachmittags blau wurde, nach oben gelaufen und wieder runter. Und dann haben wir genau diesen Move verpasst, obwohl wir alles ganz sauber analysiert haben, uns alles ganz sauber angeschaut haben.
Thorsten, Also. woran lag es, den Move verpasst, wenn du das so sagst? Ich meine, das mit dem Kopf war eine richtig gute Feststellung, dass viele da innerhalb kurzer Zeit ihre angelaufenen Gewinne da verpulvern. Aber wie verpasst? Also ich meine, ihr habt es ja analysiert. Ihr wart ja auch mehrere Köpfe sozusagen. Woran lag es, dass da nicht einer das gehandelt hat, oder? Weil wir uns morgens dieses Setup angeguckt haben, wir haben gesagt, das hier könnte ein Evenings da werden. Man muss hier diese Cats hier wegdenken, die haben wir ja noch nicht gesehen. Die fing ja morgens short an zu laufen. Wir gucken uns das gleich im Stundenchart nochmal an. Die fing ja morgens short an zu laufen. Und als sie dann mittags blau wurde zu den News, muss man sich im Kopf mal vorstellen, jetzt hast du hier diesen Move, dann hast du da eine neutrale Kerze. Wenn dieser Doji nach oben aufgelöst wird, bricht auch gleichzeitig die 61,8, gehst das Risiko ein, dass er nach oben schießt. Hier, wenn diese Kerze blau ist und der ganze rote Teil hier unten weg ist, lässt man sich durch die Optik einfach durch so ein Bild, einfach durch das optische, durch das bildmäßige Erfassen, durch das Visuelle lässt man sich einfach täuschen und dann lässt man sehr schnell innerhalb von 2, 3 Minuten sein vorher gefasstes Bild über den Haufen schmeißen. Das ist dann so. Du hast dann eine blaue Kerze, du hast zwar einen kleinen Doji, aber danach siehst du eine blaue Kerze, die immer blauer wird, immer blauer, immer blauer. Läuft sogar das hoch von dem Doji an, dann schmeißt du ein Short-Setup über den Haufen. Deswegen ist es so wichtig, wir bieten unseren Kunden das regelmäßig an, live mit uns morgens um 7:45 bis um 9 so eine Tagesanalysen zu machen oder vorher zu machen. Ich mache meine Tagesanalysen morgens um 6, weil ich 7:45, 7:30, 7:45 anfangen will zu handeln. Und ich weiß aus der Gruppe, die letzte Woche mit uns unterwegs war, sind 2, 3 Kandidaten dabei, die das inzwischen auch sehr, 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 sehr gut machen. Hervorragend. Glückwunsch Josef, Glückwunsch Christian und Hannes inzwischen. Er hat mir heute Morgen auch eine Analyse geschickt. Sich so eine Sache erarbeiten und sich dann bitte von diesem Plan nicht abbringen lassen. Dann passiert nämlich genau sowas, was da passiert ist. Hätte der Hund nicht geschissen, hätte einen Hasen gehabt, hätte der Hase gewusst, dass der Hund scheißen muss, wäre er nicht so schnell gelaufen. Wenn ich das jetzt wieder umschalte in den Stundenchart, bup, man merkt, ich bin da. Das hier waren die News. Das war mittags die Kerze um 13 Uhr. Hier waren die News, da ist er hochgeschossen. Wir haben gesagt, wenn man das im Tageschart noch im Kopf hat, das hier war der Doji. Nee, das hier war das vorherige Hoch. Das war der Doji. Wir haben gesagt, man darf ganz kurz da oben drüber die Stops absammeln und dann sollte er abschmieren. Wir hätten spätestens hier, da unter dieser Kerze, hätten wir shorten müssen. Und wenn die schon zu ausgeprägt ist, dann gehen wir mal im gleichen Fenster in den 15-Minuten-Chart und gucken uns das mal an. Bup, da haben wir das hoch. War das hier? Nee, noch nicht. Wo sind die News? Da. Da haben wir die News, da haben wir das High bei 46. Hier ist der Lauf zu den News da hoch. Dort sehen wir das, 14:30, genau die Pressekonferenz. Pressekonferenz startet, der schießt da hoch. Und spätestens hier in 15 Minuten sehen wir noch eine saubere Umkehrformation. Wir hätten hier mit einem Risiko von 13 zu 46, gut, mit 30, 35 Punkten rein, aber wir hatten ja auch ein Ziel uns erarbeitet und gesagt, wenn es runtergeht, dann geht es genau dahin. 30 Punkte zu 400 Punkten, 30 zu 400, ein CRV von 13 zu 1. Und wir Idioten, wir handeln das nicht. Wir hätten bei der 1,2420 ganz entspannt, oder 13, 10, 24, irgendwo in diesem Bereich, ich hätte mir ganz entspannt die Nummer fallen lassen können und jeden Tag den Stop einfach nur, um unser Tagesziel weiterzuziehen. Das Schlimmste, was passieren kann, man hat vielleicht 1, 2, 3 Tage umsonst gearbeitet, weil man dann irgendwann mal rausfliegt an der 1,24. Kann passieren, ist aber das Regelwerk ist ja immer noch gültig, es ist ja noch lange nicht hinfällig, wie man sieht. Ja, du hast völlig recht. Geht mir auch so, dass ich dann leicht den Plan über den Haufen werfe. Genauso ist es. Und das machen fast alle. Das machen die meisten. Guckt euch da an. Jetzt sind wir wieder an den Boden unten angekommen. Haben wir diese Nummer. So, jetzt fängt er ja da an zu laufen. Also gucken wir mal, wo er hinlaufen kann. Was er sich holen darf.
Und ihr dürft jetzt runter bis an die 56, wenn nicht sogar bis an die 54. Und um solche Pläne nicht über den Haufen zu schmeißen, nicht regelmäßig über den Haufen zu schmeißen, genau dafür haben wir unser Regelwerk. Und unser Regelwerk heißt nun mal Euro Pro. Mal als Beispiel, wir haben hier die Gegenbewegung. Das ist die Korrektur im übergeordneten Chart. Diese Gegenbewegung stellt einen Trend dar. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, die hier schon sehr orthodox wird, diese Bewegung. Hier sollen wir einen Trendbruch haben, dann die Korrektur, die wir da haben. Darunter kann man sich sauber einstoppen lassen, noch direkt am Zielbereich. Und dann ist die Nummer hier im Markt. Da, so, gucken, wo wir die Marke haben. Bei der 72 rein. 12 Punkte wollen wir haben, 12 bis 15. Hier unten waren wir jetzt gerade an der 60, hätte sauber funktionieren können oder wir wären in den Break-Even rausgeflogen. Wir führen unsere Stops in regelmäßigen Abständen nach, nämlich wenn wir 8 Punkte bzw. 12 Punkte vorne sind. Wenn wir 12 Punkte vorne sind, geht der Stop auf 5 Punkte. In diesem Fall wären wir entweder mit 2 Punkten oder mit 5 Punkten rausgeflogen oder wir stellen mit 12 Punkten glatt. Die Nummer muss jeder für sich entscheiden. Wir brauchen, ich will damit nur klar machen, oder will damit ein, nee, klar machen ist der falsche Ausdruck. Ich bin nicht euer Papa. Ich möchte euch damit eigentlich nur vermitteln, wie wichtig es ist und wie ich zu Euro Pro gekommen bin, wie wichtig es ist, so ein Regelwerk zu haben, was einen optisch nicht davon abbringt. Wir arbeiten fast alle visuell. Und gestern Abend hat mir einer dann geschrieben, dann sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und genau so ist es. Wir hacken in verschiedenen Charts rum. Wir haben 5, 6 verschiedene Indizes offen. Wir handeln im DAX, wir handeln im Euro, wir handeln im Pfund, wir handeln im Yen. Wir handeln bei GKFX, wir handeln bei JFD, wir handeln bei Admiral, wir handeln bei allen möglichen Brokern und überall 5 Indizes. Dann haben wir im Endeffekt haben wir 15 Bildschirme und dann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das, was ihr hier seht, das, was ihr hier wahrnehmen könnt, das ist mein Chart, das ist mein Regelwerk, das, das und das. Und das sind meine Mittel, die ich benutze, wo ich hinkommen will. Das ist genau das, womit ich arbeite. Mehr brauche ich nicht. Hier zwischendurch mal den DAX, dass man im DAX mal gucken kann, okay, was geht und was geht nicht. DAX handle ich nur mittelfristig, nicht kurzfristig. Zum Scalpen bin ich nicht geboren, also nicht im DAX. DAX-Scalpen ist nicht meine Welt. Ich suche mir mittelfristige Positionen raus, so wie jetzt im Moment. Wir haben gestern bei 12,280, 12,3 und 12,320 haben wir den DAX geschortet. Könnt ihr euch die Marken aufschreiben? 12,280, 12,3, 12,320, Stops 12,450, Ziel 11,57. Wie ich darauf komme, will ich jetzt hier gar nicht auseinanderpflücken. Die Marken kann man nachvollziehen. Unter der 11,57 geht es sehr zügig an die 11,150. Ob wir die noch packen, weiß ich nicht. Wir gehen eher davon aus, dass wir uns heute irgendwo etwas seitwärts bewegen. Wahrscheinlich zwischen 12,2 und 12,3. Wir haben morgen den dreifachen Hexensabbat, also einen großen Verfall. Also wer morgen seine Frau vermisst, ne? Kann man ja mal gucken. Morgen Mittag großen Verfall. Der DAX sollte sich morgen unter 12,5 verhalten und über 12.000. Beim großen Verfall haben wir es oft, dass Positionen mit purer Gewalt bis 13 Uhr oben gehalten werden, weil es sonst für die großen Jungs zu teuer wird, wenn die Scheine verfallen. Deswegen wird er mit Gewalt oben gehalten und dann merkt man, wie so Viertel vor eins, halb eins, Viertel vor eins, eins, wie dann anfängt der Markt sich langsam zu entspannen und dann genau in die Richtung, wo er auch hin will. Die Wahrscheinlichkeit, dass er sich heute zwischen 12,2, 12,3 aufhält, ist sehr groß. Und dass er danach sich entspannt fallen lässt, ist die Wahrscheinlichkeit genauso groß. Es gibt für mich im Moment keinerlei Ansätze, die mich dazu treiben würden, das Ding zu longen. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass auch hier der Markt etwas einschläft. Wir bewegen uns heute Morgen hier in einer Spanne von 77 bis 60, eine 17-Punkte-Range.
Wir können es noch erweitern, von mir aus in eine 20-Punkte-Range. So, das war's. Und das seit heute Morgen um 5 und wir haben es 9:30. Seit 5 Stunden bewegt er sich. Nee, eigentlich bewegt er sich nicht, ne? Die Das ist Range aber genau dem. Wie ist bitte? wirklich erbärmlich. Konntet ihr heute Morgen dann was rausschnippen? Ich meine, der hat sich bislang 23 wahnsinnige Pips bewegt. Das ist schon sehr, sehr, sehr dürftig. Aber solche Tage gibt es eben auch, ne? Ich habe ja gerade erklärt, welche Position ich heute Morgen, ich weiß nicht, was meine anderen Jungs gemacht haben oder was unsere Jungs in der Community gemacht haben, aber das hier war genau meine Bewegung. Dafür habe ich mein Regelwerk, dafür habe ich meine Zielbereiche. Diese Bewegung war genau meine. Mein Tagesziel ist drin. Wie immer am Morgen, zumindest als Ziel, ne? Naja, nicht wie immer. Ich habe auch Tage, da habe ich mein negatives Tagesziel drin. Und ich habe ja gerade gesagt, ich bin ein ganz normaler. Wenn die Leute sagen, ja, du bist doch Profi, das darf dir nicht passieren. Doch, das darf mir genauso passieren. Weil ich bin nicht zwingend Profi, ich habe nur mich 12 Jahre mit den Märkten beschäftigt. Ich bin weder, deswegen hasse ich auch diese Begriffe Coach oder Guru oder so, ist überhaupt nicht meine Welt. Ich bin genauso ein Händler wie jeder andere auch. Ich mache genauso morgens die Knie krumm beim, nee, sage ich jetzt nicht, wie jeder andere auch. Wir sind stinknormale Menschen. Ich habe einfach gelernt, nach meiner früheren Euphorie, wo ich immer der Meinung war, ich bin der Größte, ich bin der Beste, ich bin der geilste Händler Europas. Von dem hohen Ross wurde ich runtergeholt, nachdem ich eine Viertelmillion verloren hatte, und habe einfach gelernt, dass 200, 300, 400 $ am Tag sau viel Geld ist. Ich bin ein stinknormaler Mensch, wie jeder andere auch. Wir leben relativ oder sehr bescheiden, aber ich habe gelernt, was Freiheit wert ist. Freiheit und Freizeit ist viel, viel mehr wert als Geld. Wie heißt es so schön? Geld ist nicht alles. Oder Geld macht nicht glücklich. Man muss schon Bier dafür kaufen. Oder wie hat Costellani, glaube ich, gesagt? Oder war das Warren Buffett? Geld ist nicht alles. Es gehören schon ein paar Edelmetalle und Grundstücke dazu. Nein, ich bin Ende 50 oder Mitte 50 und habe einfach gelernt, dass sich eine gewisse Freiheit, Freizeit, eine gewisse Freiheit zu erarbeiten, das höchste Gut ist, was wir eigentlich haben können. Und wenn wir nicht immer nach diesen Riesensummen, nach den Millionen irgendwo streben, sondern vielleicht lieber uns darauf konzentrieren, konstant kleinere Summen rauszuholen, ganz normal, wie in einem ganz normalen Job, als wenn ich morgens zur Arbeit gehe. Und ich glaube, wenn heute einer 2.000, 3.000, 4.000 € im Monat verdient, ist er gar nicht so schlecht bedient. Wenn ich das im Monat schaffe, morgens mit 1,5 Stunden Arbeit, soll ich mich eigentlich mehr als glücklich schätzen, soll einfach total happy sein, dass ich es begriffen habe, so ein Leben zu führen. Wer uns ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich im Jahr ungefähr 8 bis 9 Monate nicht zu Hause bin und nicht im Büro bin. Übrigens möchte ich euch, ich werde den Link gleich mal hier einfügen, oder ihr schickt mir bitte, ich habe vorhin die Kontaktdaten eingeblendet. Man bringt ja immer zu so einer Präsentation Geschenke mit. Wir werden nächste und übernächste Woche noch 3 oder 4 Webinare machen. Und alle, die heute hier als Gäste dabei sind, lade ich herzlich ein, kostenlos unsere Analyse-Webinare, unsere Webinare zu besuchen. Ich werde sie nächste und übernächste Woche aus Norwegen machen. Wir gehen auf Walsafari. Ich will nächste Woche mit Killerwalen schnorcheln, sofern es mein Doc zulässt. Das ist das, was man sich als Ziel setzen soll. Es ist nicht Sinn des Lebens, hier den ganzen Tag vorm Chart zu sitzen und sich zu freuen, dass man irgendwann jetzt mal vielleicht in 5 Jahren Ferrari fährt. Nein, ich garantiere euch, ihr werdet eher in den 5 Jahren den Wert von einem Ferrari verknallen, als dass ihr den irgendwann fahren werdet. Man muss lernen, sich zu belohnen. Wenn man schlecht ist, wenn man scheiße gearbeitet hat, muss man merken, dann gibt es was in den Löffel. Wir lernen durch Schmerzen. An der Börse gibt es das sogenannte Schmerzensgeld. Erst die Schmerzen, dann das Geld. Und wir lernen dadurch am besten. Und wir müssen uns belohnen, wenn wir gut waren. Wer unseren Blog verfolgt, weiß, dass wir die Performance für den März, die angestrebte Performance für den März, am 1. März morgens um 8 Uhr für den kompletten März eingefahren hatten. War sehr, sehr viel Glück. Weil wir in der Nacht vom 28. zum 1. Wahnsinnig gut gelaufen sind. Die Kurse sind genau für uns gelaufen. Die Positionen, die wir am 28. eröffnet haben, sind super für uns gelaufen. Kann man im Blog nachlesen.
morgens aufgestanden, komme in den Markt, 8 Uhr, alles erledigt, Performance drinne. Dann muss man nicht irgendwo noch Gas geben und sagen, okay, noch einen Monat und noch einen Monat und noch einen Monat, oh, hier noch was und da noch was und da noch was. Nee, da muss man einfach mal Luft holen und sagen, okay, der Monat ist bis jetzt ganz gut gelaufen, jetzt nehme ich mir eine Auszeit. So, ich werde mal noch ganz kurz, wir haben es 9:30, ich habe gesagt eine Stunde. Warum legst du die gerade Abwärtsbewegung auf 1,2370 und nicht auf das Hoch bei 2,2373? Ich weiß nicht, was du meinst. Da vielleicht nochmal definieren. Genau. Da am besten nochmal definieren, das ist richtig, nochmal klarschreiben. So, alle Thorsten, und ich freute mich über 5 Euro plus mit 0,1 Lot gerade. Ist das sehr gut? Alles richtig. Ist das Becken beheizbar, mein lieber Jens? Du wirst mich nie in einem Becken erleben. Du wirst mich nie erleben, dass ich in irgendeinem verklorten Becken mit Delfinen schwimme oder sonst irgendwas. Wenn ich mit Orcas schwimmen gehe, dann ist das auf den Westerohren bei 7 Grad Wassertemperatur im Trockenanzug. Das sind auch maximal 3-4 Minuten. Einfach mal ein paar Bilder unter Wasser machen und dann ist gut. So, ich bitte um die E-Mail-Webinare dabei sein zu können. Dein Geschenk so formuliert, dafür danke ich sehr. Grüße Martin. Schick mir bitte eine Mail, weil den Chat hier kann ich nicht verfolgen. Dieses Webinar hat JFD aufgesetzt. Das heißt, der Chat ist nur bei JFD sichtbar. Schick mir bitte eine Mail an die hallo@forexpro-systeme.de. Das heißt, jeder, der jetzt die nächste Woche bei den Webinaren aus Norwegen dabei sein will, vielleicht auch ein paar schöne Bilder sehen will, von Nordlichtern oder von Pottwalen oder Buckelwalen oder Killerwalen, ist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Aber dazu bitte eine Mail an die hallo@forexpro-systeme.de. Nee, du eine Mail an mich, nicht ich an dich. Du an mich. Ansonsten können wir die Mail dann auch weitergeben, wenn er einen Support anschreibt. Ist auch kein Problem. Ansonsten schreib es gerade in den Chat rein. Kriegen wir aber auf jeden Fall hin. Also auf jeden Fall ein super Angebot. Da sind die Kontaktdaten. Ich kann ja mal gucken, ob ich eventuell sogar... Nee, kann ich glaube ich nicht. Nee. Wollte gerade gucken, ob ich eventuell diese PDF da reinziehen kann. Dann hätten sie die Daten, Kontaktdaten. Direkt gehabt. Ist natürlich auch eine Idee. Hallo. Genau, das habe ich gemeint. Ich kann es in den Chat stellen, das wäre vielleicht eine Idee. Auf jeden Fall ein super Angebot, Thorsten, hast du gleich mal rausgehauen. Wir sehen uns ja heute Nachmittag nochmal, wenn die Gesundheit soweit mitspielt. Das passt, oder? Ja. 14.15 Uhr. Ganz genau. Da machen wir dann direkt das Opening vom US-Markt mit. Und du hast ja auch ein DAO-Setup, was du jetzt nicht primär handelst, weil Forex bzw. Euro-US-Dollar ist ja schon dein Kernmarkt. Aber DAX hast du ja hin und wieder auf der Pfanne und eben hier deine Dow-Jones-Geschichte. Insofern ist es auch mal wieder spannend, wenn wir da vorm Nachmittag da mal ein Stück weit schauen, wie du den US-Markt da als solches einfängst. Ne? Ja, das werden wir uns heute Nachmittag mal angucken, das DAO-Setup. Da, wir haben... Gestern hat er es nicht ganz erwischt, da ist er ganz knapp dran vorbei. Vorgestern, hier haben wir einen Einstiegsbereich, da haben wir einen Zielbereich. Das heißt, vorgestern war der Entry bei, kann ich gar nicht lesen, 25.340. Da drunter, unter dieser Kerze, guckt euch das an, und das Ziel 25.210, also ungefähr 140 Punkte, die er dann in kürzester Zeit hier auch abgespult hat. Das ist unser Setup, was wir im DAO handeln. Mal gucken, ob er das heute Nachmittag auch abliefert. Die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall da. So, diese Geschichte, die wir hier morgens machen, die ich regelmäßig mache, wie gesagt, das, was wir hier jetzt gemacht haben, mache ich sonst regelmäßig mit unseren Kunden, die Kunden unseres Hauses sind und ihr Handelskonto über uns führen, können an den Webinaren morgens teilnehmen. Wir machen das 150 Mal im Jahr.
150 Webinare mache ich ungefähr im Jahr mit Live-Begleitung. Wer bei uns Kunde wird, kriegt einen Zugang zum eigenen Ticketsystem. Wir sind 4 Leute im Support, die per Fernwartung eure Plattform pflegen, die euch helfen. Ihr kriegt unser Regelwerk zugeschickt und. Gerne dazu, wer mehr Informationen möchte, bieten wir an, schickt uns bitte eine Mail, vereinbaren wir einen Telefontermin und dann können wir am Telefon klären, ob wir zueinander passen oder ob wir nicht zueinander passen. Wir lassen immer beiden Seiten die Freiheit frei zu sagen, okay, der Vogel, der sagt 5-mal in so einem Telefonat Scheiße, mit dem will ich nichts zu tun haben, kann ich auch verstehen, ist nicht jedermanns Sache, wäre auch nicht die Sache von meiner Oma gewesen, die hat auch gesagt, oh, der Onkel von der Sparkasse redet anders. Wir sind hier etwas anders gestrickt, aber in einem Telefonat von einer halben Stunde oder Stunde kann man sehr gut abwägen, passt man zueinander oder passt man nicht zueinander. Seid euch darüber bewusst, wenn wir miteinander was zu tun haben wollen. Wir reden über das heikelste Thema, über das wir Menschen überhaupt miteinander reden können. Wir reden über Geld. Es gibt nur 3 heiße Themen. Geld, Frauen und Auto. Wohlbemerkt in Deutschland. Es gibt Länder, da ist Geld nicht so, sage ich mal, so festgefahren gedanklich, wie man denn so in Deutschland meint. Das ist die Einstellung zum Geld beziehungsweise zu Finanzen eben ein bisschen, sage ich mal, diffus, so will ich es mal ausdrücken. Ja. Moin TH, was macht jetzt gerade deine Euro-Pro-Position? Sieht nicht ganz so gut aus. Ich habe vorhin gesagt, meine Euro-Pro-Position, die ich eingegeben hatte, habe ich gelöscht. Habt ihr gesehen? Die habe ich rausgeschmissen. Die mittelfristige Position, die lasse ich immer noch laufen, weil die Stops liegen ziemlich weit oben. Das ist auch eine mittelfristige Position. Darüber reden wir aber heute nicht. Das können wir bei uns im geschlossenen Verein in unserer VX Pro-Gruppe machen. In unserem Blog werden diese Positionen analysiert. Hier reden wir morgens über Euro Pro. Und meine Short-Position nach Euro Pro habe ich vorhin gelöscht. Und auch kurz was zum DAX. DAX stecken wir fest. Ganz klar, haben wir gestern auch gesagt. Wir haben gesagt, genau in diesem Bereich hier wollten wir shorten, was wir auch getan haben. Hintergrund ist, dass wir da genau um die 61,8 korrigiert haben. Wir müssen damit rechnen, dass er vielleicht noch mal ganz kurz hier hochläuft, hier oben noch die Stops abholt. Über der 25, das heißt, er darf noch in den Bereich 13.320, 13.340, bis dahin darf er noch laufen, um dann eventuell die nächste Nummer zu machen und nach unten abzuschmieren. Gerd, bitte, du hast jetzt deine E-Mail-Adresse hier reingeschrieben. Keine Ahnung. Bitte schick mir eine E-Mail. Ich sehe das nachher nicht mehr. Alles, was hier im Chatfenster ist, ist jetzt, wenn das Webinar beendet wird, ist verschwunden. Ich brauche eine E-Mail von euch mit eurer E-Mail-Adresse. Alles andere nützt uns herzlich wenig. Dann schicke ich euch den Link zu, über den ihr euch anmelden könnt zu den Webinaren nächste Woche. Die werden nächste und übernächste Woche stattfinden. Das heißt, nächste Woche Dienstag um 7.45 Uhr werden wir live handeln nach Euro Pro, wie gesagt, von Norwegen aus. Wenn es nicht ganz so kalt ist, setze ich mich sogar in den Hafen. Am Mittwochnachmittag ist DAX-Stunde, die macht unser Support, macht unsere liebe Dagmar und unser lieber Ralf zusammen. DAX-Stunde ist bei uns immer Mittwochnachmittag eine Supportstunde. Ihr könnt uns Fragen schicken, Themen schicken, die wir ausarbeiten, die wir dann am Mittwochnachmittag abarbeiten. Immer Themen, womit jemand Probleme hat, egal ob mit Europro oder mit DAUPRO, dass er irgendwas nicht erkennt, irgendwas nicht funktioniert, Plattformkummer hat und. Dafür ist Mittwochnachmittag unsere DAX-Stunde da. Und übernächste Woche, Dienstag früh, also den Dienstag vor Ostern, dann ebenfalls wieder Live-Handel mit mir, wo wir die Märkte auseinanderpflücken. Und wer möchte, kriegt auch für den gleichen Zeitraum einen Zugang zu unserem Blog. So. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon durch. Das ist doch mal eine super Ansage, Toshti. Definitiv. Sehr, sehr schön. Schönes Gimmick für die Teilnehmer, um da mal ein bisschen reinzuschnuppern. Und du tradest ja, wie gesagt, nicht nur Intraday, sondern eben auch Swing.
Position, Trades, wie man sozusagen sagt, eben mittelfristige Positionen, die sich dann auch mal ein Stück weit länger entwickeln dürfen und können. Ja, aber ansonsten ist dein Fokus schon von eben in der Früh, sagen wir, bis 9 Uhr willst du deine Schäfchen eigentlich im Säckler haben grundsätzlich. Außer du hast ein Live-Event. Also ungern tradest du aber untertags, oder? Also ich sage mal jetzt dann. Also wir fangen morgens 7:45 an und mein Ziel ist es eigentlich 8:30, wenn die anderen Jungs wach werden und anfangen, ihre Position zu platzieren und ihre Analysen zu machen, will ich aus dem Markt verschwunden sein, beziehungsweise mein Tagesziel abgesichert haben oder mein Tagesziel im Sack haben und danach nur noch mit kleinen Positionen handeln. Ich bin Händler. Ich brauche diesen Adrenalinkick. Ich handle den ganzen Tag, ja. Aber dann mit kleinen Positionen, weil das trainiert. Für mich ist Börsenhandel genauso wie Klavierspielen. Man kann es nur lernen, wenn man jeden Tag trainiert. Trainiert, trainiert, trainiert. Ihr müsst euer Gehirn, eure Augen, eure visuelle Erfassung, die müsst ihr einfach trainieren. Und werdet ihr merken, es dauert 1, 2, 3 Jahre, aber dann seht ihr Sachen, die andere nicht sehen. Und dann gewinnt ihr auch Mut und Vertrauen zu euch selber, mit dem ihr dann im Markt auch Bestand habt. Die meisten, die hier scheitern, scheitern deswegen, weil sie kein Selbstvertrauen haben, weil sie überhaupt nicht wissen, wo sie stehen, weil sie überhaupt nicht wissen, was sie können wollen, was sie können müssen. Und deswegen haben sie zu ihren eigenen Analysen, zu ihren eigenen Sachen, die sie machen, haben sie kein Vertrauen. Und deswegen trauen sie auch nicht, die Positionen zu platzieren. Dann sitzen sie davor und sagen, okay, ich gehe jetzt mal Short, dann sitzen sie mit der Maus da, wollen eigentlich den Short-Button drücken und sagen, ah nee, nee, warte mal, das gucke ich mir jetzt erstmal an. So, dann sitzt man davor, guckt, das Setup läuft sauber, dann hat man ein gewisses Selbstvertrauen, ganz kurz, dann nimmt man die nächste Position und sagt, ey, die letzte lief ja ganz gut, die nächste fasst man an, die geht in die Hose und das ist das ganze Vertrauen, was man vorher ganz kurz aufgebaut hat, mit einem Schlag zerstört und schon fängt man selber an, sich zu zweifeln. Das hilft nur, wenn man ein Regelwerk hat. Daraus ist mein Regelwerk, mein Euro-Pro für mich mal entstanden. Ein Regelwerk und das habe ich 5 Jahre ausschließlich gehandelt. 5 Jahre ausschließlich. Und dann kriegt man auch einen Blick dafür und dann kriegt man auch eine gewisse Konstanz da rein. Und auch ein Urvertrauen. Selbst wenn man hier jetzt 5-mal eine auf die Fresse kriegt, der sechste läuft. Und der sechste läuft dann auch in der Regel wie die Hölle. Ja, in so einem Sägezahnmarkt wie jetzt ist Intraday wirklich meines Erachtens die größte Herausforderung da. Also Intraday hier in dem Kurzfristigen 1 Minuten, 5 Minuten Chart, eben wie du sagst, hier 23 Pips gelaufen bis jetzt. Das ist im Vergleich haben wir so 80 bis 90 Pips am Tag. Das ist also noch deutlich unterdurchschnittlich. Lässt vielleicht darauf vermuten, dass wir dann im weiteren Tagesverlauf noch ein Stück weit mehr Wollereien bekommen. Aber dennoch ist es natürlich da auch wichtig, wie du gesagt hast, da sein Gehirn in eine gewisse Art und Weise zu konditionieren. Und dass es eben auch so ist, dass meistens das zwischen den Schultern das Problem ist, dass viele scheitern. Weil wir können ja am Nachmittag ja auch nochmal auf das eine oder andere eingehen, wie du da, sag ich mal, deine Schnippchen schlägst, obwohl du ja auch fairerweise zugegeben hast, zuletzt beim Ausflugsevent, dass selbst da auch du nochmal einem Fehler erlegen warst, beziehungsweise auch hin und wieder dir das passiert. Ja, das ist vielleicht ganz interessant, dass wir da mal reinhorchen, wie du dann sozusagen versuchst, das Ganze dann wieder dennoch, trotz dessen, dass es eben passiert, zu matchen beziehungsweise hinzubekommen. Und das ist natürlich ein Prozess der Zeit, das ist klar. Ne? Aber dass du uns da vielleicht nochmal ein paar Einblicke lieferst in der Richtung. Und da bin Das ich mal passiert gespannt. immer wieder. Wer uns ein bisschen kennt und das Traders Magazin liest oder so, der weiß, dass ich seit 3 Jahren, jetzt dieses Jahr das 4. Jahr, immer über den ganzen Sommer mit dem Wohnmobil unterwegs bin. Ich handle von unterwegs, von den schönsten Plätzen Europas. Wir haben letztes Jahr Europa vom Nordkap bis Süditalien einmal quer durch, inklusive dem ganzen Baltikum bereist. Wir handeln von unterwegs. Vor 2 Jahren habe ich ein Konto vorher hier live im Seminar von 10.000 auf 17.000 hochgehandelt, bin mit diesem Konto losgefahren. Mit 15 bin ich losgefahren, habe dann noch 2 draufgepackt. Mal bei 17, dann haben wir in Finnland gestanden zur Griechenland-Krise. Und dieses Konto hat es mir übers Wochenende zerlegt. Ich hatte sogar, da gab es noch die Nachschusspflicht, ich hatte sogar am Montag früh ein Negativsaldo. Ich hatte vorher 17.000 im Konto und hatte am Montag früh knapp 3.000 Minus auf meinem Handelskonto. Das heißt, ich musste volle Granate nachschießen. Auch da kamen viele, als ich das öffentlich bekannt gegeben habe, um mich selber zu ohrfeigen, hieß dann immer, ja, du bist doch Profi, das darf dir nicht passieren. Doch, das darf mir passieren. Jeder Rennfahrer zerlegt mein Auto. Jeder Mountainbike-Fahrer zerlegt mein Fahrrad.
Jeder Paragliding, jeder Flieger zerlegt nicht unbedingt eine Maschine, aber legt mal eine Bruchlandung hin. Und wenn er 60 Jahre fliegt, das kann genauso passieren und genauso ist es hier auch. Und damit müssen wir uns einfach anfreunden, müssen uns damit abfinden und wir müssen einfach nur lernen, wie stecke ich so eine Dinger weg, wie verarbeite ich die und wir müssen lernen, so eine Verluste wegzustecken. Das ist pure Psyche und das geht nur, wenn ich ein hartes Regelwerk habe und mich wieder an die Basics, auf die Basics besinne und wieder zurückkomme zu dem, wo ich herkomme. So, sehr gut. Das soll jetzt auch genug sein für heute Morgen. Sehr gut. Ich glaube, ich habe euch ein paar Einblicke in meine Denke gegeben. Ich habe euch ein paar Einblicke in meine Handelsweise gegeben, auch wenn hier jetzt kein Live-Handel in der Form möglich war. Mein Regelwerk hat es nicht hergegeben. Wenn mein Regelwerk das nicht hergibt, bleibe ich draußen. Außerdem haben wir eine mittelfristige Position laufen, die ich auch laufen lasse, beide im DAX und im Euro. Die Ziele haben wir euch bekannt gegeben. Beide Positionen sind unterwegs. Beide Positionen, ich glaube, die im Euro ist jetzt so break-even, die dümpelt so um plus minus null rum. Die im DAX ist ein bisschen hinten, weil die haben wir bei 12,280 gestartet, bei 12,3 pyramidisiert, 12,320 normal pyramidisiert. Die lasse ich aber ganz entspannt laufen. Die ist leicht hinten, ist mir aber völlig Banane, weil in der Regel funktionieren für mich jedenfalls meine Analysen relativ gut. Zu denen habe ich ein Vertrauen. Und ich hoffe, dass ich euch einen kleinen Einblick geben konnte in meine Denke, in meine Handelsweise. Sollte ich mich ein bisschen daneben benommen haben, zu oft Scheiße oder Blödmann gesagt haben, dann kann ich mich dafür nur entschuldigen. Aber so bin ich nun mal und nehmt mich entweder so, wie ich bin, oder lasst es. In diesem Sinne möchte ich Danke sagen, dass ihr da wart, dass ihr mir zugehört habt und möchte mich ganz herzlich hier mit diesen Worten für heute früh verabschieden. Wir sehen uns wieder heute Nachmittag um 14.15 Uhr. Falls Chris das Ding pünktlich startet, bin ich auch um 14.15 Uhr wieder da. Wer Fragen hat, schreibt euch die auf, bringt die heute Nachmittag bitte mit. Dann würde ich heute Nachmittag alle Fragen, soweit es mir möglich ist, beantworten. Fragen, die ich nicht beantworten kann, gebe ich an unseren Support weiter und lasse sie von dort aus beantworten. Ich weiß auch nicht alles. So ist das. Wenn es euch gefallen hat, schickt mir ein kurzes Feedback. Wenn ihr es das nächste Mal anders haben wollt, schickt mir ebenfalls ein Feedback. Ansonsten bleibt es mir nur zu sagen, danke, tschüss, tschüss, moin, moin. Jawohl. Torsti, erstmal gute Pause. Danke für dein Dasein an der Stelle am Vormittag und alle anderen Teilnehmer auch. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich denke, es gab wieder schöne Einblicke und ansonsten, Thorsten hat da hier seine Regeln ja entsprechend beschrieben. Nachschusspflicht gibt es auch bei uns nicht mehr, schon seit Januar letzten Jahres. Riesenthema gewesen. Auch da können wir gerne nochmal in einer anderen Session drüber sprechen. Ich wünsche euch einen schönen Rest Vormittag. Der ist ja noch voll zu Gange. Passt auf, was der Markt so macht. Ein bisschen lethargisch derweil. Aber wir werden ja sehen, wohin die Reise geht. Also, viel Erfolg bei allem, was ihr angeht. Und wir hören uns 14.15 gleicher Link wieder. Bis dahin, beste Grüße und tschüss.